Das gestrige Volksfest für Unabhängigkeit in Meran hat zahlreiche Menschen angezogen und ist ohne unliebsame Zwischenfälle verlaufen. Die Veranstalter und die politischen Parteien, die teilgenommen haben, ziehen eine positive Bilanz. Die Südtiroler Freiheit spricht von einem vollen Erfolg. Der Unabhängigkeitstag in Meran habe die Freiheitsanliegen in ganz Europa und auch hierzulande unterstützt. Dem Einsatz der Schützengebühre dafür Dank, so Landtagsabgeordnete Eva Klotz von der Südtiroler Freiheit. Diese sammelte gestern mehr als 2000 Unterschriften für die europaweite Aktion, 1 Million Unterschriften für die Selbstbestimmung. Die Bürgerunion spricht sich für eine freie Europaregion Tirol aus. Die Wiedervereinigung von Nord-, Ost- und Südtirol sei die einzig realistische Möglichkeit, um die Zukunft Südtirols zu sichern.